Ja, hallöchen. Herzlich willkommen zur 129. Folge von Andreas Schubert Transporte. Hier im Eurotruck Simulator 2 mit TDT-Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas, ja doch die letzte Folge etwas an einer ungünstigen Position abmoderiert. Dass wir hier mitten im Abbiegevorgang beginnen, aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier. Jetzt den russischen Sonnenuntergang entgegen oder davon, mehr oder weniger. Beziehungsweise dem, was davon noch übrig ist. Ist ja schon fast dunkel, fast Nacht. Moskau. Alles klar. Ich hatte ja am Anfang der Tour gesagt, dass wir hier sehr viele neue Straßen entdecken werden, die wir noch nie gefahren sind. Diese hier gehört nicht dazu. Diese hier gehört nicht dazu. Das ist eine bekannte, theoretisch eine bekannte Straße. Was sind wir denn jetzt hier? Oh, alles auf Kyrillisch, toll. Ja, das ist eine bekannte Straße, sind wir schon mal in die andere Richtung gefahren. Aber wir verlassen die Straße dann irgendwann. Höhe Warschau oder kurz vor Warschau verlassen wir die Straße, die M1 hier. Biegen ab auf die M20. Ich habe das Gefühl, ich muss leider darüber. Ja, da vorne. Kaffee hält wach. Der russischen Nacht hier. Ich habe mir vorher mal so groben Überblick über die Rasthöfe gemacht hier, wie das hier so ausschaut. Ist jetzt nicht gerade das dichteste Rasthofnetz, aber ist in Ordnung. Ich würde so veranschlagen, dass wir so zwischen 0 und 3 Uhr Pause machen. Oder sagen wir zwischen 1 und 3 Uhr. Zwischen 1 und 3 Uhr. Das heißt, wenn wir... Jetzt ist es ja erst, wie spät ist das jetzt hier? 22.30 Uhr, also ist noch ein bisschen hin. Aber wenn wir dann so ab 0.30 Uhr, 1 Uhr, wenn wir da dann auf dem Rasthof treffen, fahren wir den an und... Machen da unsere Pause, tanken voll, wenn der Tankstelle dran ist. Tanken wir voll und machen da unsere Nachtruhe und fahren dann am nächsten Früh weiter. Das ist jetzt so der Plan, den wir aufgestellt haben.
Und dahinter eine kleine Kurve. Ja, es ist eine Abfahrt hier. Ja, was weiß ich. Was weiß denn ich? Und hier hat deine Buchstaben. Na gut, Moskau. Ich würde gerne mal wissen, was hier ist. Man wisst ja, wo ich bin, Wester, aber sei mir vergönnt. Sei mir vergönnt. Das Gefühl, ich muss hier rechts rüber. So, habe ich mein Gefühl auch nicht getäuscht, siehst du? Das ist sehr schön. Ich kann kein Kyrillisch. Aber wird schon richtig sein. Ja, je weiter du nach Russland reinkommst, desto seltener sind die lateinischen Buchstaben offensichtlich. Wie sehe ich davon der Kreisverkehr? Zebrastreifen brauchst du in Russland wahrscheinlich sowieso nicht beachten, wer ist der Einzige, der das macht. Party Polter. Hier könnte man Pause machen, habt ihr gesehen? War ein potenzieller Parkplatz. Hier könnte man auch in der Hand Pause machen. Es ist 0 Uhr, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch bis zur nächsten Pausemöglichkeit. Ja, guck mal aufs Navi. Gut, nee, also, das ist ja typisch, ne? Fahren bis zur nächsten Pausenmöglichkeit. Bumm, 100 Meter. Ja, natürlich fahren wir jetzt noch mal eins weiter, ne? Also, nicht so eng beieinander liegen hier.
Hätte wohl gar nicht rüber gemusst auf die Spur hier. Angeblich weiter Richtung Moskau. Also dieses Mokbar, das habe ich schon herausgefunden. Also was so aussieht wie Mokbar. Da ist ja kyrillisch, natürlich, ja, ist sicherlich was anderes. Aber was halt aussieht wie Mokbar, das habe ich ja schon herausgefunden, das ist Moskau. Ah, hier verlassen wir jetzt offensichtlich die M1. Vorne auf die M20. Ja. Oh, da wäre ein Rasthof da vorne. Da können wir bestimmt nicht drehen, oder? Obwohl, wartet mal. Können wir da Pause machen? Nee, können wir nicht. Liegt hinter dieser Kreuzung. Wir können da nicht drehen, das ist das Problem. Wir können da nicht drehen. Ja. Lieber ein bisschen warten hier. Der blinkt auch. Kommst du später aus deinem Loch? Das ja. Furchtbar. Aber Tankstelle. Aufpassen mit der Ecke vom Auflieger. Und da hinten kann ich dann Pause machen oder was? Da bin ich mal gespannt. Ups. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert da hinten. Ich glaube, da steht mir schon mal so ein Parkplatz. Ich glaube, das ging sogar ganz gut. Ja, Schweiz ist Diesel, ne? Dieselpreis 57 Cent. Wo hatte ich nur mal meine Kanister? So. Wie gesagt, auf die. Ich gucke in den Weitwinkelspiegel oben, ne? Nach der Ecke vom Auflieger. So, ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Rückwärts-Einparken. Also nicht mit den Rückwärts-Einparken in sich, sondern jetzt grüne Kopfschmerzen, dass das klappt. Eher mit der Problematik Pause machen.
lasse absichtlich einen frei. Ja? Falls der Kollege doch weg will, hat er mehr Platz zum Ausrangieren. Wenn natürlich nur einer kommt, der sich hinstellen will, der hat natürlich Brettschiss, ist klar. Aber ich bin eben der Don und nicht Mutter Teresa, muss nicht jeden recht machen. So, der Simulator hat es tatsächlich erkannt, ey, ich weiß es nicht. Ist der Hammer. Absolut der Hammer. So, hätte man eigentlich noch ein Stück zurückgekonnt, ne? Mit dem Überhang über die Wiese. Aber, ach, was soll's. Was soll's. Ja, 12 Uhr mittags hier, tolle Zeit, ne? Ja, wie so ein Arbeitsloser, also wie so ein Hartz-IV-Empfänger. Ja, ich will ja niemanden so nahe treten oder weiß, ob wir das willen. Wieso mache ich eigentlich das Licht an? Brauchen wir nicht, haben Tag voll Licht. Coole Sache. Ah ja, alles klar, es müsste die M20 sein hier jetzt. Sollen wir nur irgendwie eine Ehrenrunde drehen? Dass wir hier aus der Tankstelle rauskommen. Der Kollege hat übrigens länger Pause gemacht als wir, ne? Das ist eine Einbahnstraße. Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich wurde es keine Einbahnstraße. Also dürften wir hier eigentlich rausfahren. Normalerweise. Wir machen es einfach. Kommt eh nichts. Es ist gut. Mach's gut. So, haben wir wieder Tageslicht. Siehst du, so schnell geht's. Was ist das halt für ein Gerücht? Wenn das 3,50 Meter sind, fress ich einen Besen. Das war niemals 3,50 Meter. Hätte man nicht durchgepasst. Hätte man nicht durchgepasst. Wir sind 4 Meter hoch. Die Brücke waren eigentlich nur 4,50 Meter oder so, also das war, weiß ich nicht, kleiner Gag, ne? Kleiner Gag seitens der Kartenhersteller. Böse, ganz böse Kurve. Es war ein Ortsschild hier und trotzdem dürfen wir 110 fahren. Irgendwas stimmt noch nicht so richtig hier mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier die 80 hat er jetzt erkannt. Die hat er erkannt. Von daher. Also so ein Problem wie bei der Mexiko-Karte im ATS haben wir nicht, offensichtlich. Habe ich ja in Mexiko in den verschiedenen Bundesstraßen nur ein Tempolimit. Und bleib hier stehen. Habe ich ja in ganzen Bundesstaaten immer nur ein Tempolimit, komischerweise. Weil es geht, man kommt trotzdem klar, aber ja, schön ist was anderes. Mal, dass ein Flughafen in der Nähe ist, wenn ein Flugzeug so tief fliegt, wa?
an der Stelle wäre mir lieber gewesen. Also ganz unter uns gesagt, ne? Kommt da jetzt noch irgendwas hier oder könnte ich Kit geben? Ich glaube, wir können Kit geben. Da kommt der 70. 71. Und eine Ampel. Und die wird rot. Oh, das hat den Gang richtig gefunden hier. Also, besser gesagt, ich. Ja, in so eine Gruppe Menschen hier an der Ampel, an der großen hier, an der Ampel steht es immer schwierig. Ja, ich in Russland immer sehr, sehr vorsichtig. Ja, seht ihr, jetzt haben die hier nämlich auch vor das Ortsschild haben die ein 60er Speedlimit hingesetzt. Wahrscheinlich nicht erkennen, dass wir uns jeweils so anjagen können, das auch nur noch da 100 fahren. Hui! Nicht getraut, voll aufs Gas zu hauen hier im Berg hoch. Eigentlich wusste, was dahinter ist. Jetzt sind wir ja schon Vizebesk oder Vizebesk, wie auch immer. Aber er ist doch einen richtigen Weg gewählt. In Russland. Irgendwie habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Schön langsam machen. Aber es ist gerade nichts und niemand in der Nähe, von daher. Alles schön, alles gut. Hier. Wir brauchen so ewig hier. Oh nee. Hätten wir vielleicht auch noch geschafft, ja, aber das war aber jetzt zu heikel. Das war mir jetzt zu heikel. Raus hier aus dieser riesen, großen, performancefressenden Stadt. An der letzten Kreuzung hatte ich nur 17 Bilder pro Sekunde. Wahnsinn hier, Wahnsinn. Ich würde gerne mal wissen, was das ist, aber nur im Euro Truck Simulator, dass die Leistung so frisst. RTS hier fahre ich permanent mit 60 Bildern pro Sekunde. In den Städten sagt es vielleicht mal aber 50 oder so.
Aber ansonsten eigentlich alles cool. Und hier in jeder Stadt hier, oder in jeder etwas größeren Stadt, mit unter 30 hier, das ist Wahnsinn. Niemals ein Russe, du bist doch garantiert ein Däne oder ein Holländer. Aber der Herr, das geht jetzt nach Russland rein, ne? Nur mal so als kleine Randinformation, weil ich frage, was das hier gerade ist, ne? So weißrussisch-russische Grenze. So, ich muss aber trotzdem noch mal euch da vorne machen. Irgendwo werde ich das hier machen. Ja, hier mal anhalten. Der Don muss nämlich mal für kleine Trocker. Also jetzt müssen wir jetzt immer irgendwo eine Toilette suchen. Ist ja irgendwie Rasto oder irgendwas, keine Ahnung. So, und da wäre ich mal, wie gesagt, für kleine Tracker. Und wir bei der Gelegenheit auch gleich mal die Folge beenden. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Nächste Folge geht es genau an der Stelle hier weiter. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, fahrt schon rechts, grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.